So, willkommen zurück in München und wir haben ja gerade dem guten Kommissar Leber unsere Präsenz mitgeteilt, mehr oder weniger geräuschvoll. Und mit ihm reden wir allerdings erst später im Polizeirevier. Erstmal möchte ich zurück zum Club gehen und da mal mich umschauen und vielleicht auch mal nach dem schwarzen Wolf fragen und nach diesem Ludwig und so, weil das sollen wir jetzt tun, laut Grace. Und wenn wir schon nicht auf sie hören, dann versuchen wir wenigstens ein wenig Schnüffelei zu betreiben. So, und rein da. Ich hoffe, er ist schon auf, der Laden. Jo, der ist schon auf, super. Wahrscheinlich ist der gute Xaver auch schon wieder da. Da ist er schon. Hallöchen. Mein Lieblings-Xaver, Hallöchen. Guten Morgen, Herr Knight. I'm afraid there's no one here at the moment. They're all busy with their daily tasks. You are, however, welcome to use the club. So I've been informed. Thank you, Xavier. You're so kind. Hier hast du ein Trinkgeld. Gut, aber bevor wir uns umschauen in Ruhe, würde ich sagen, quetschen wir den guten Xaver mal aus. Mind if we chat for a moment? Anything to be of service, sir. Guter Junge. So, der Club. So, tell me about the club. What about it? Och, Menges, ja, eine Menge. Wie lange gibt's den Club denn schon? How long has the club been around? Since 1970. No way. The old Royal Bavarian Hunting Lodge, it's older than that, isn't it? Die Königliche Bayerische Hofjagdloge is ancient. This particular form of it is new. Und es stürmt draußen ganz schön doll, höre ich gerade. Was passierte in 1970? In 1970 ist auch gut. Was passierte in 1970 so? What happened in 1970? Baron von Glaur came. He Aha. brought a new vision. The lodge had nearly died out. Hunting is not so popular as it used to be. Were you here when von Glaur joined? Baron von Glaur. He hired me later, in 72. Okay, also ist der gute Baron von Glauer in der Spielzeit 24 Jahre schon der Chef der Truppe hier. Aha. So, wie viele Mitglieder gibt's denn? How many members are there? There are five now, not including you. I'm not sure of your Also status. sechs. Five. You mean the men that were here last night make up the entire club? Quantity is not an overriding concern with us, Herr Knight. The Baron personally interviewed and approved each new member. Despite your own experience, this club is extremely exclusive. Not everyone would fit in. No, I don't suppose I would. Okay, also der ganze Club besteht aus fünf Leuten. Das sind die, die wir gestern gesehen haben. Okay. So, und wie oft gehen die Leute denn jagen? How often do the club members go hunting? As a group, once a month or so. Once a month? Hell, I thought y'all were hunters. Back home, you don't get out there and spill a little blood at least once a week. The other men start looking at you funny. Organized club hunts are once a month. Members can use the club's lodges anytime on a more casual basis, and they frequently do. Also es gibt hier mehr so den monatlichen Jagdausflug, wahrscheinlich mit Saufen und so. So, jetzt erzähl mal was über die Mitglieder. So, tell me about the club members. I don't gossip about our members, Herr Schade. Knight. Gossip? With you? Please. I've never met anyone as obviously discreet as you. Thank you. Bet you could drop a load if you wanted to, though. You probably know more about what goes on around here than anyone. True. At least I used to. But with all these new people coming in, I'm not sure I know anything anymore. All these new people. You mean I'm not the only fresh blood? No, Herr Dr. Klingman was only accepted a few weeks ago. Ah. Really? Who brought him in? I was not in on the discussion, so I really couldn't say. But I'm sure there was more thought behind his acceptance than yours. Das auf jeden Fall. Also der gute Dr. Klingmann ist auch ein Neumitglied, so wie es aussieht, aber er sagt nicht, wer ihn reingebracht hat, obwohl ich eine These habe, wer es sein könnte. So, der schwarze Wolf. Have you ever heard of the Black Wolf? No.
Alrighty. Wie, das ist alles? Hm. Alright, Xavier. Thanks. Verdächtig, Xaver. Verdächtig, Xaver, wie auch immer. Egal, wir gucken uns das mal um. Ein paar interessante Informationen haben wir bekommen. Und wir schauen uns erstmal hier ganz in Ruhe im Clubhaus um. Dead things. Gotta love them. Ja, ich stehe auch total auf tote Dinge an der Wand. So, hier ist eine schöne Couch. I don't think I should get too comfy around here. Okay, was gibt's hier Schönes? Ich glaube, hier gibt's Zeitschriften zum Lesen. Sieht aus wie der Spiegel oder sowas. Diese rote Umrandung eben. Ist das wirklich der Spiegel? Nee. Nee, ich glaube nicht, dass die den kennen, die Amis. It's in German. Ah, vielleicht doch, wer weiß. Also nicht, dass ich jetzt Spiegelleser wäre oder sowas, um Gottes Willen. So, was gibt's hier noch Schönes? Die Bar, glaube ich, ist hier noch irgendwo. Kann ich vielleicht ein Bierchen zapfen? And I thought Germans only drank beer. Stimmt ja auch, wir saufen ja auch nur Bier. Also and ich I jedenfalls. Thought Germans only drank beer. Gut, hier ist nichts zu tun. Aber hier hinten geht's auch noch raus. Aha, eine Pflanze. Nice plant. Eine Tür. Schnüffeln macht Spaß. Ja, war ja klar. Verschlossen. Verschlossen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn mal eine Tür auf wäre. Irgendwie sind die Türen ein bisschen zu groß, ne? Ich glaube, hier geht's raus in die Hintergasse. Ja. It just leads to a back alley. Genau, und jetzt machen wir mal etwas Interessantes. Und zwar werden wir jetzt die Kuckucksuhr hier verstecken in dem Bäumchen und dann den guten Xaver mit dem Klopfgeräusch von seinem Pult weglocken, weil in dem Pult liegt etwas, was wir brauchen, um diese Tür zu öffnen. Ist natürlich etwas sehr weit hergeholt, aber egal. Weil der Xaver denkt dann natürlich, dass es an der Tür hinten zur Gasse klopft, wenn die Kuckucksuhr schlägt. So, jetzt schnell zurück zum Eingang. Und warten, bis das Ding anfängt zu klopfen. Es kann ein bisschen dauern, ist immer unterschiedlich von der Zeit her. Aber es geht leider nicht anders. Somebody's at the door. I can hear. Und jetzt schnell, schnell. Nicht so langsam, Gabriel. Komm schon. Was haben wir hier drin zu stehen? Da ist nichts unter, okay. Dann gucken wir mal in die Schublade. Aha. Und da ist Schlüssel. Das ist das Wichtigste. Das andere ist alles unwichtig, die Bücher und der Tacker. So. Everything all right? Everything is fine, Herr Knight. Och, wurde der gute Xaver verarscht. Och, der Arme. So, danke für den Schlüssel, Xaver. Jetzt können wir die Tür endlich aufschließen. So. Und gucken, was da Geheimnisvolles drin ist. So, die Tür ist aufgeschlossen. Wir gehen noch nicht rein. Nein, erst werden wir wieder die Uhr wegnehmen und wieder reinpacken. Weil wir müssen nochmal ran an die Tür oder an den Schreibpult, um den Schlüssel zurückzulegen, um keinen Verdacht zu erregen. Die Tür bleibt ja trotzdem offen. Deswegen ist das kein Problem. Nur darauf zu kommen, ist erstmal ein bisschen schwierig. Also wieder reinpacken. So, das überspringen wir jetzt mal. Das kennen wir ja schon. Und warten wieder hier vorne in der Eingangshalle. Das ist ja auch ein schöner Arbeitsplatz, wa? Den ganzen Tag stehen in so einem dunklen Raum. Ich weiß ja nicht, ey. Hm.
möchte wissen, wer das ist. Die Post vielleicht? Der Tod? Und nochmal die ganze Scharade von vorne. Und jetzt schnell den Schlüssel wieder reinpacken. So, wo haben wir ihn? Da. Und rein. Everything all right? Everything is fine, Herr Knight. Okay, jetzt haben wir erstmal Ruhe vor ihm und auch vor dem Schlüssel und können jetzt endlich mal schauen, was da unten zu finden ist. Vielleicht dunkle Geheimnisse, die es wohl hier unten gibt, im Jagdclub. So, wir schauen uns mal um alles hier. So, Trophäen. Aren't some of these endangered species? Keine Ahnung, so aus wie ein Gazellenkopf, ein Löwe vor allen Dingen auch. Aren't some of these? Ja, was ist noch Schönes hier? Van Glauer, aha. Den hat Van Glauer selbst geschossen oder Van Glover. Ich sag mal Van Glauer zu ihm, ich glaube, man nennt sich aber Van Glover. Aren't some of these in? Wer hat den geschossen? Van Zell, das war, glaube ich, der abgehauen ist als erstes letztens und jetzt kann ich leider nicht lesen, wer das ist. Ich glaube, Preis, das ist dieser komische mit den gruseligen Augen gewesen. Was ist das? Ein Totenschädel? Just a guess, but I don't think this stuff has much to do with hunting. Sieht aus wie ein Ritualraum eher, muss ich ehrlich gesagt sagen. Was haben wir noch Schönes hier? Waffen? What the hell do these guys hunt anyway? Ninjas? Ich weiß jetzt nicht, wie er auf Ninjas kommt. What the hell? Sieht aus wie automatische Gewehre hier, die hier. Scharfschützengewehre und Fotos. Photos of the club hunts. Looks like Van Glauer and Van Zell monopolized the camera. Or the hunts. Ja, da sehen wir die alle nochmal, Van Glauer und Van Zell hier unten. Gut, das ist erstmal alles hier an der Wand. Uns interessiert aber, was hier noch drauf liegt. Und zwar liegt hier ein Buch. Das berühmte schwarze Buch. Mit, so wie es aussieht, Schuldentabellen oder sowas. Preis 30 Mark, eigener 500, Hennemann 100. Ich muss mit den Leuten reden, damit ich endlich mein Zeug bekomme. Hm. Frage ist, wem gehört das Ding? Price, von Agner, Hennemann. I met them all last night. I wonder what these figures mean. Ja, ich würde auch sagen, es sind Schulden. Oder Clubzahlungen, keine Ahnung. Ist noch mehr drin? Oh, Van Zell kommt. Mr. Knight? Hey. This room is for members. Only. Oh, sorry. The door was open. I'll go up. Wait. I'd better make sure you do not take another unexpected detour. You. Sava! Sava, kommen Sie! Ja, Baron Van Zell? I found the basement door unlocked and Herr Knight below. Perhaps you could keep a better eye on the keys in the future. I will, Baron Van Zell. Alles Xavas Schuld, ich hab nichts gemacht, ich hab was geguckt. Arschloch. Ja, den Van Zell hab ich schon gefressen jetzt. Er ist auch ein ziemlicher Assi. Och, wir reden mal mit ihm, ne? Weil wir so nett sind. Falls er mit uns reden will überhaupt, keine Ahnung. Wir können uns auch entschuldigen. Yes? What is it? Oh, ist aber nett von dir. Ah komm, dann quetschen wir nicht mal aus. Du bist uns ja nicht mal böse, ne? Das Buch ist ja egal. Wahrscheinlich ist es sein Buch, denke ich mal. Und das wahrscheinlich haben die Leute bei ihm Schulden, keine Ahnung. So, über dich selbst. So,
What do you do for a living, Baron von Zell? For a living? My family is in banking, Herr Knight. Hmm. What do you do for a living? Me? I'm a writer. A writer? How aggressive of you. Also der gute Van Zell kommt von einer, aus einer wohlhabenden Bankenfamilie, so wie es aussieht. Jagen? I take it you're particularly fond of hunting. I noticed the photographs downstairs. You and the Baron sure do get around. We are the best? You may find that out for yourself someday. Oh, I'm anxious for us to hit the field. I have a feeling there's a lot I could learn from you. You may find yourself more challenged than you can imagine. True. I don't get in as much practice as I'd like, and hunting's like any other sport. The more you do it, the better you get. Bullshit. Hunting is a matter of the spirit, of will. So it is. Yeah. Jagen ist also keine, kein Sport. Evan could see that von Glover and I have had more practice than the others in the club. We used to hunt together quite a bit. Used to? You don't hunt together anymore? No, not often. Hm. Okay, also Van Zell und Van Glover haben früher mehr zusammen gejagt, jetzt wohl nicht mehr. Es scheint wohl so eine kleine Art Meinungsverschiedenheit zwischen denen zu bestehen, würde ich jetzt mal sagen. Are you and Von Glower too busy to hunt much these days, or have you all fallen out? I suppose I've simply outgrown him. Really? In what way? You wouldn't understand. Oh. Also Van Zell ist ihm quasi entwachsen, was auch immer er damit meint. So. How about tell me about the other club members? I have a better idea. Why don't you tell me about yourself? Like what? For example, why are you in Munich? Oh, I'm just vacationing and thought I'd stop by on my way through. Really? Where are you staying in Munich? Outside of town a ways. Which suburb? I'm on a farm, actually. And you know, I don't remember the name of the area. Probably couldn't pronounce it anyway. Yes. Quite curious for someone with a supposedly high Germanic background. Yep. I guess going out and making your mark on the rest of the world will do that to a family line. Yep. Der Club. Club seems to be an exciting place. Do you all travel much as a group? No. Really? You don't hunt abroad? We are all very busy men. Now, isn't that odd? Okay, also Sie sagen nicht großartig, also weiter als in Ihrem Umfeld hier. Interessant. So, how do you like the club? Herr Knight, if you wish to learn about the club, you should keep your mouth shut and observe. Ja, ja. Und jetzt das interessante Thema, der schwarze Wolf. Have you ever heard of the Black Wolf? No. Wieder Zurückstart. Also diese Geste war etwas verdächtig. So, und die Trophäen im Keller? You mentioned that y'all don't go on hunting trips abroad? We do not. But those trophies in the basement, y'all really have white tigers in Germany, or lions? The majority of what the club hunts are far more common species, Herr Knight. The trophies in the basement are exceptions, and they were obtained quite legally. Whoa, you misunderstand me, Baron von Zell. I think not. In any case, the basement is not public territory, and its contents are, therefore, none of your concern. Of course, I do apologize. As a guest of this club,
The why you are a guest of this club is a mystery to me. But as a guest, perhaps you should limit your prowling and sniffing to areas which you are offered openly by those who belong here. You're so right. Einige Aggressionsprobleme, der Typ. Ja, so viel zum Thema Trophäen und Rumschnüffeln.